Morgen allerseits. Jetzt geht's zur ITB nach Berlin und ich bin mal natürlich wieder richtig spät dran, weil ich noch mit Cassie in den Wald musste. Aber ich freue mich drauf. Meine erste ITB. Also bis später. So, jetzt sitze ich schon mal im Zug und freue mich. Eine Stunde Fahrzeit ist jetzt angesagt. Entspannung. Ganz lustig, wie blöd immer alle gucken, wenn ich mit der Kamera spreche. So, in Berlin bin ich schon mal. Sieht man das? Da oben, Berlin-Gesundbrunn. Und jetzt geht's noch in die S-Bahn. Und vorher noch ein bisschen frühstücken. Und dann kann's losgehen. Also, bis später. So, jetzt erstmal ein leckeres Brötchen mit Salami und einen leckeren Latte Macchiato. Und dann geht's weiter zum Messegelände mit der S-Bahn. So, jetzt bin ich hier erstmal angekommen. Und da hinter mir auf der Brücke, ich weiß nicht, ob man das sieht, da strömen die Massen jetzt schon dorthin. Bin schon gespannt, wie voll es wird. Ich hoffe nicht zu sehr, dass man Platzangst bekommt. Na, mal schauen. Ich melde mich wieder. Bis gleich. Also für die von euch, die hier nicht aus Berlin oder Umgebung kommen, hier hinter mir, da ist der zentrale Omnibusbahnhof, also man kann auch mit Bus herkommen und dann einfach dort zum Messegelände wandern. Ist nicht mal 5 Minuten Fußweg von hier. So, jetzt geht's los. Willkommen in Deutschland. Jetzt geht's los. Which is also about this very important part of tourism. What exactly is community-based tourism? We've got two guests on stage, that is Susanna from Ventura Travel and Günther Koschwitz, he's from Tourcert, and they've got a guest, Rolando, he's coming from Ecuador. Enjoy our next presentation and panel discussion. Good morning everybody and a very warm welcome here to the Power Wow stage. And in our event about community-based tourism in Latin America. Yes, also a warm welcome from my side. I'm from BeSocial, a foundation concentrated on tourism and community-based tourism. And we want to give a warm welcome, please, everyone, to Rolando, because he made the big way from Ecuador here to ITB first time. So please welcome very warmly Rolando von Jolivia. So, jetzt hole ich mir erstmal einen Saft. Thank you. Danke. Mit Papaya, wie lecker. Papaya, Mango, alles exotische Früchte.
europäische Länder. Für Iran bin ich zu blond und es ist mir zu heiß, den ganzen Tag mit einem Tuch rumzurennen. Jetzt bin ich in Israel. Herrlich, da war ich schon. Das war ein Traum. Kann ich nur jedem empfehlen, nach Israel zu fliegen. Ich freue mich. Da bin ich in Tansania. Mein
Berlin Land, wo ich so gern bin, kann ich nur jedem empfehlen. Safari und Sansibar. Habe nach Mexiko, also nach Mittel- und Südamerika. Ich bin schon ganz gespannt. Hier hinter mir ist Belize. Belize steht auch ganz groß auf meiner Reiseliste. Da muss ich in den nächsten Jahren unbedingt mal hin.
Asien dauert ganz schön lange, weil es riesig ist. So wie der Kontinent an sich auch. So, ihr Lieben, ein langer Tag geht zu Ende. Es wird langsam dunkel. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und will mich von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und den Kanal könnt ihr hier abonnieren. Bye, bye!